Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zur Castle Story. Ja, ich habe mich doch entschieden, noch ein bisschen weiterzumachen, allerdings nicht mit Invasion, sondern mit Conquest, mit Eroberung. Da haben wir nämlich noch nicht reingeguckt und ich dachte, der Vollständigkeit halber, gucken wir da ein bisschen rein. So, 2 Stunden lang insgesamt, also 2 Aufnahmesessions, eine Stunde für die, die sich jetzt wundern. Ja, deswegen gehen wir gleich in Eroberung rein. Und zwar geht es bei Eroberung halt darum, dass wir Corruptron-Dörfer zerstören sollen, die sonst sehr böse sind. Ja, wir können uns jetzt aussuchen, welche Map wir nehmen. Apex. Troubled Heaps. Das ist die Version 0.2 Karte, die bei Invasion eingeführt wurde. Nein, wir wollen Eroberung. Zwei Brickton-Dörfer, die durch schlängelnde Wege verbunden sind. Pioneer Pass. Ich würde eigentlich am liebsten Arebico nehmen. Oder River Rains. Na, nehmen wir mal River Rains, weil River Rains kenne ich noch nicht. Schwierigkeitsgrad ist normal. Kann man... Ah, Standard. Okay, bei Sandkasten gibt es keine. Schwierigkeitsgrade. Ja gut, nehmen wir River Rains auf normal. Und starten einfach mal rein. Das Laden dauert natürlich wieder etwas. Und ja, wir müssen uns halt auch verteidigen können gegen kleinere Wellen-Corruptrons, die immer mal wieder angreifen werden wahrscheinlich. Und uns gebietsstreitig machen wollen. Also inwieweit wir das hinkriegen. Ich denke mal so 2 Stunden, also 2 Aufnahmesessions, wird es noch hinhauen. Dann haben wir nämlich wirklich einen runden Abschluss mal für das Projekt. Weil ich glaube, danach werde ich es wirklich nicht mehr wirklich weiterführen. Weil ihr habt ja alles gesehen. Und dadurch, dass es ein bisschen unperformant ist und die AI nicht ganz so helle ist, macht es auf Dauer wahrscheinlich auch keinen Spaß, mir ständig beim Verlieren oder Rumspacken zuzusehen. Da sind wahrscheinlich andere Projekte für euch interessanter, vor allem wenn ich mal wieder irgendwann mit War Fortress anfange. Außerdem habe ich ja zurzeit genug andere Projekte. Das hier schiebe ich einfach mal immer wieder ein bisschen ein. Ja, wie gesagt, das Laden dauert halt immer so lange. Gut. Eroberung. The Corruptors have made landfall on this island. In no time they will spread their corrupting influence all over the island's magic crystals. Only you can stop their advance. Are you up to the challenge? Ja. Okay. Drehen wir uns schon mal ein bisschen hin. Also wir haben da Wege, wo sie hochkommen können. Das heißt, ich werde hier und hier Wachtürme bauen müssen. Gut. Fangen wir erstmal wie immer mit Baumfällen an. Und einem Hackflock. So.
Gut, Steine haben wir in der Nähe, das ist okay. Da wäre etwas Eisen. Was werde ich haben? Ah, Schwefel wäre hier oben. Also ja, zwei Corruptoren-Dörfer. Da macht gerade Holz einen Abflug. Ah, hier haben wir Eisen und Schwefel. So. Bretter. 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 Gras. Und noch mehr Gras. Dann werde ich gleich schon die nächsten Stockpiles in Auftrag geben. Hier. Und hier. So. Hier werden Eisen und Schwefel gelagert. Können wir gleich mal Eisen und Schwefel Abbau in Auftrag geben. So. Hier wird Stein gelagert. Das finde ich zum Beispiel auch ein bisschen doof, dass man nur eine Sache genau einlagern kann pro Stockpile. Also eine Filtersache einstellen kann. Dass man wenigstens, oder dass sie wenigstens Ziegel und Steine irgendwie zusammengefasst hätten. So, Felsen. Und wenn wir schon dabei sind, auch gleich Gras. Hier drüben wäre dann ein weiterer Kristall, den wir wahrscheinlich dann als erstes einnehmen sollten, sobald wir uns ein bisschen abgesichert haben. Okay. Ofen. Nein, Ofen. Bauen wir hier einen hin. Und wenn wir schon dabei sind, bauen wir hier unsere nächsten Stockpiles hin. So, da wir langsam Steine zusammenkriegen. Wird es Zeit, dass wir Verteidigungen planen. So, hier nehmen wir raus. Ah, ich mache das immer falsch.
Oh, was war das? Oh, die Corruptors haben einen. Platz eingenommen. Ah. So. Dann könnt ihr mal das erstmal bauen. Wir fangen jetzt an, groß Eisen zu schmelzen. Bauen jetzt im großen Stil noch einen Ofen. Und ja, Stockpile für Eisenbarren. So, Stockpile für Eisen und Glas. So, währenddessen plane ich schon mal hier ein bisschen unsere Columns, unsere Weggänge. Wobei, nee. Ja, so passt das. So passt es auch hier. Ja, so ist gut. Oh, und wir haben jetzt hier keine Steine mehr. Das heißt, ihr holt mir bitte hier Steine. So, dann kann ich schon mal einen Webstuhl hierhin planen mit zwei Stockpiles hier. Ja, fürs Erste ist es okay, wenn da Zeug drauf liegt, das da nicht unbedingt gebraucht wird. So, eine Werkbank. Hierhin. Und ja, ich werk schon. Ich baue ein bisschen eng, aber das ist halb so schlimm. Da drei Waffengestelle. Da brauchen wir jetzt wieder Holz für.
So, dann machen wir mal Zeug, Stoffsachen. Okay, sie nähern sich von dort. Ich muss halt gucken, dass ich den Kristall hier einnehme. Ob ich in die Richtung gut schütze.